Grandios, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rahimi und heute geht es um die zweite These unserer D2C-Studie. Der Kauf bei Herstellern ist bereits verbreitet. Konsumenten wünschen sich aber grundsätzlich mehr Einkaufsmöglichkeiten. Okay, jetzt kommt mal wieder der lockere Part dazu. Kaufen beim Hersteller ist schon recht verbreitet. Über 42% der Befragten haben auch schon beim Hersteller eingekauft. Und wahrscheinlich sind es noch viel, viel mehr, wenn wir das nicht beschränken auf die Branche. Wer ein iPhone hat, kauft immer beim Hersteller. Und zwar die Apps. Relativ simpel. Aber wir sind ja auch im anderen Umfeld. Also geht es darum, die Potenziale zu entdecken und diese zu kennen und zu nutzen. Daran scheitert es schon ganz häufig, weil die Kapazität im Unternehmen fehlt, sich damit zu beschäftigen. Und bevor ich an eine D2C-Strategie denke, muss ich genau an dieser Stelle ran. Ich muss mir Zeit freischaufeln oder jemanden einstellen, der dieses Themenfeld, wie kann ich den Nutzer verstehen, wirklich durchdringt. Das Interesse ist hoch, direkt beim Hersteller zu kaufen. 68% der entsprechend Befragten haben gesagt, sie würden auch lieber in bestimmten Themenfeldern beim Hersteller kaufen. Nur rund 26% gaben an, dass das eher der Händler ist. Also, die meisten wollen bei euch in bestimmten Situationen kaufen, können es aber nicht, weil die Angebote nicht da sind. Wir haben Kundensituationen, die wir schon lange begleitet haben, die gesagt haben, nein, wir wollen aufgrund unserer Handelsstrukturen, unserer Partnerschaften nicht direkt verkaufen. Aber hey, warum? Jetzt mal in der Nutshell. Ihr verkauft zum Listenpreis typischerweise, der Händler häufig diskontiert, kombiniert mit anderen Produkten, Marken, Herstellern und deckt was ganz anderes ab. Also für euch als Hersteller ist es wichtig, dieses Angebot auch wirklich zu bieten, was die entsprechenden Konsumenten wollen. Kurze Anekdote bei den Versicherungen. Die Versicherungen haben ganz lange gesagt, nein, wir können die Versicherung nicht online abschließen. Das ist alles sehr komplex. Schaut euch mal Lemonade an. Lemonade ist eine Haftpflichtversicherung unter anderem und eine Hausratsversicherung. Sehr smooth, sehr smart und auf die jungen Menschen ausgerichtet. Die sagen, 10% nehme ich für meinen Gewinn, x% für die entsprechende Deckung von Schäden und der Rest gebe ich in soziale Projekte aus. Die Firma hat einen Run. Und zwar, weil der Bedarf da ist und alle anderen gucken erst nochmal zu. Das betrifft auch euren Bereich. Natürlich gibt es auch eine Händlerpräferenz. Doch je nachdem, welches der Produkte im Warenkorb liegt oder gekauft werden soll, ist ein ganz unterschiedlicher Case. Wir haben gesehen, dass halt in den Kategorien wie Sanitär, Heizung, Klima, Fertigbauelemente eher der Hersteller interessant ist für die Konsumenten und der Händler spannenderweise bei Pflanzenzubehör, Gartenbau, Werkzeuge, Elektro. Persönlich wäre es bei mir anders, aber die Daten zeigen genau diese Aufteilung. Schlussendlich müssen wir mal darauf achten, wie können wir in unserer D2C-Strategie uns richtig positionieren. Und das Kaufverhalten verändert sich natürlich da. Und da möchte ich aber nochmal dran erinnern, was Mediamarkt und Co. lange Zeit durchgemacht haben. Vor dem Internetzeitalter war es so, ich bin zum Händler gegangen, der hat mich beraten, ein Produkt empfohlen, ich habe es dort gekauft. Heute gehe ich ins Internet, hole mir die Information und entscheide, was ich kaufe und beziehe es dort, wo ich es möchte. Wenn das in diesem Umfeld einfach geht, weil ich sage, ich möchte diesen Spiegel von Villeroy & Boch haben oder persönlich, ich habe meine Stiel-Kettensäge bei Stiel selber gekauft, ist es etwas, wo wir dann ganz spezifisch darauf achten, wie der Case ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir vergessen die Zukunft. Und was passiert mit der Zukunft? ChatGPT und Co. macht die bisherigen komplexen Einkäufe deutlich einfacher. Das heißt, für dich als Markenhersteller ist es total wichtig, Content zu generieren, der dann auch von ChatGPT und anderen generativen KIs verarbeitet und gelesen kann, damit dann bei einer Prompt-Einfrage, wie baue ich eine Sauna und was brauche ich, entsprechend unter anderem auch deine Produkte vorkommen und du in dieser gesamten Kette dann halt auch gut vertreten bist. Aus diesem Grund ist es nicht nur wichtig, das As-Is zu betrachten, sondern auch gerade mit ChatGPT zu schauen, wie es sich zukünftig verändert. Und das ist unsere zweite These gewesen, die wieder belegt, du als Hersteller musst wirklich nach vorne gehen, denn die Kunden erwarten das. Wir haben drei weiterführende Informationen.
Punkt 1 natürlich die Studie. Nach Angabe deines Namens, der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer. Und ja, wir rufen dich auch an und freuen uns auf ein kurzes Gespräch. Auch wenn du kein Interesse hast oder nicht unser Wunschkunde bist, bekommst du all die Daten aus dieser Studie, die dir dann helfen werden. Punkt 2. Kern dieser Studie ist Customer Experience. Das heißt, wir haben ein Reifegradmodell entwickelt, wo du mit deiner Customer Experience bist. Das bekommst du durch die Beantwortung von 7 Fragen mit plus Handlungsempfehlung auf deine Situation. Punkt 3. Als Starterpaket mit dem ECC Next, dem entsprechenden Consulting-Arm des Instituts für Handelsforschung und unseren Spezialisten aus der strategischen Beratung, ein Starterangebot, um dort in das Thema schnell und effizient ohne Blabla nach vorne zu gehen. Alle 3 Links findet ihr unten.